الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sinngemäß der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Keiner von euch ist vollständig gläubig, bis er das für seinen Bruder an Guten wünscht und liebt, das, was er für sich selber auch wünscht und liebt. Und wer von uns, liebe Geschwister, würde nicht wollen, dass Allah ihn vergibt? Wer von uns würde nicht wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet? Wer von uns würde nicht wollen, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn versorgt, ihn seine Versorgung erleichtert? Das sind Wünsche von jedem Mu'min, für jeden Muslim. Jeder Muslim hat diese drei Wünsche. Es kann unmöglich sein, dass ein Muslim Muslim ist und wünscht nicht, dass Allah ihn vergibt und wünscht nicht, dass Allah ihn recht leitet, nachdem er ihn recht geleitet hat. Nachdem er ihn Muslim gemacht hat, würde Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leiten zu Mu'min, von Mu'min zu Muhsin. Und genauso, keiner von uns würde nicht wollen, dass Allah ihn sein Rizq erleichtert, seine Versorgung erleichtert. Aus dem Grund möchte ich diesen Hadith weitergeben von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und diesen Hadith findet man in Sahih al-Targhib. In Sahih al-Targhib. Dieser Hadith: Ein Beduin kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagte: Ja Rasulullah, allimni fil islami khayran aw khayran af'al. Lehre mich im Islam etwas, eine gute Tat, welche ich tun kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Sag subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beduine zählte 4 und ging. Es hat ein paar Schritte gemacht und ist stehen geblieben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin: Der Arme hat nachgedacht. Der Bedürftige hat nachgedacht. Der Mann kehrte dann zurück zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja Rasulullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dies sind für Allah. Was ist dann für mich? Daraufhin sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn du sagst subhanallah, Allah sagt sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Sagst du alhamdulillah, Allah sagt sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Sagst du alhamdulillah, Allah sagt sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Sagst du Allahu akbar, Allah sagt subhanahu wa ta'ala sadaqt, du hast die Wahrheit gesprochen. Dann, wenn du direkt danach sagst: Allahumma ghfirli, O Allah, vergib mir. Allah sagt: Qad fa'alt, ich habe dich vergeben. Dann sagst du: Allahumma ihdini, O Allah, leite mich recht. Allah sagt: Qad fa'alt, habe ich schon gemacht, ich habe dich recht geleitet. Dann sagst du: Allahumma rzuqni, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Qad fa'alt, habe ich auch gemacht, ich versorge dich. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala erhört diesen drei Bittgebeten: Allahumma ghfirli, O Allah, vergib mir, O Allah, leite mich recht, O Allah, versorge mich, nachdem du davor sagst subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Der Beduin hat 7 gezählt. 7 heißt 4-mal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Und die anderen 3 Duas: Allahumma ghfirli, Allahumma ihdini, Allahumma rzuqni. Und ist dann gegangen. Also für jeden, der den Wunsch hat, dass Allah ihn seine Sünden vergibt, für denjenigen, der den Wunsch hat, dass Allah ihn recht leitet, und für denjenigen, der wünscht, dass Allah ihn versorgt, hier ist das einfache Mittel von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die all das ermöglichen, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Also vergisst nicht, das auswendig zu lernen,
dies euren Familien beizubringen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Dieser Khayr darf uns bi'idhnillahi azza wa jal nicht entgehen. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma ghfirli, Allahumma ihdini, Allahumma rzuqni. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.